Heute habe ich dir ein besonderes Schmuckstück mitgebracht. Wenn du wissen willst, warum ich aus dem Hause Bernina dir zuerst die B325 vorstelle, dann schau dir jetzt mein Video an. Hi, ich bin der Felix vom Nähmaschinenhaus Schaschu und ich habe euch heute mal die kleinste Bernina mitgebracht, die wir bei uns im Geschäft mit anbieten, beziehungsweise die es von Bernina gibt. Und das Allerschönste daran ist, sie ist so klein und kompakt, dass sie mit ihren 8 Kilogramm und ihren 16 cm hier im Innenraum wirklich, ich sag jetzt mal, euch auf jedem Weg begleiten kann und euch die Möglichkeit bietet, trotzdem eine tolle Stichpräzision zu erwarten und richtig gute Ergebnisse. Wir gehen mal aufs Detail ein. Warum möchte ich euch die Maschine heute zeigen? Ganz einfach. Bernina steht für Qualität und Tradition und genau das beginnt einfach mit der B325 oder in dem Fall mit der B3er Serie, weil es gibt zwei Maschinen. Da werde ich aber am Schluss auch nochmal drauf eingehen. Die B325 hat schon alle wichtigen Stiche mit an Bord. Sie hat das herkömmliche Greifersystem. Man kennt das auch unter dem Begriff CB-Greifer. Das nennt sich Central Bobbin Greifer. Also bezieht sich darauf, dass sich unsere Spulenkapsel, die wir von früher kennen, oder ich sage jetzt mal von den herkömmlichen Maschinen kennen, zentral im Greifer befindet und zweigeteilt ist. Das bedeutet, wir besitzen eine Metallspule in der Mitte, da kommt unser Unterfaden drauf und wir haben unsere Spulenkapsel hier mit dieser kleinen Führung, damit wir wissen, wie wir später die Spulenkapsel einsetzen können. Da ist ganz wichtig, das ist Metall. Ihr könnt das selbst reinigen, wenn ihr möchtet, indem man das einfach nur hier aufmacht, dann kommt man direkt an den Greifer und an alles dran. Und das ist auch cool, weil wir haben hier wirklich Metall. Also wir dürfen uns darauf verlassen, dass diese Maschine sehr, sehr robust aufgebaut ist, obwohl sie so klein und kompakt ist. Ihr müsst es aber auch ölen. Also das ist ganz wichtig. Wenn ihr so eine Bernina-Maschine habt, dürft ihr ab und an bitte auch einen Tropfen Öl drauf geben. Dann hört ihr richtig, wie die geschmeidig wird, wie die ganz leise näht, wie die schön arbeitet. Ich setze das alles mal wieder ein, damit wir zu den nächsten Themen kommen können. So einfach geht das. Dann nehmt ihr noch eure Unterfadenspule, setzt sie richtig herum in die Spulenkapsel ein, fädelt ein. Und könnt sie dann nehmen, nur noch einsetzen und schon seid ihr fertig. Hier befindet sich noch ein kleiner Fadenabschneider für den Unterfaden und wir können anfangen zu nähen, wenn wir möchten. Wir haben eine halbautomatische Einfädlerhilfe bei der Maschine mit dabei und die B325 bzw. im Allgemeinen die Bernina-Maschinen, wo habe ich sie? Ich habe es mir schon extra zur Seite gelegt. Ich hole schnell. Ich bin wieder da. Jetzt habe ich alles Wichtige. Nicht nur, dass ihr eine ausführliche Bedienungsanleitung zur Maschine dazu bekommt und 4 Jahre Garantie bei Bernina, sondern ihr bekommt auch, das ist ganz cool bei Bernina, Bernina legt immer Wert ja auf diese Stichpräzision, auf die Qualität, die auch damit einhergeht. Deswegen haben wir hier auch eine 5,5 mm Stichplatte. Das zieht sich aber auch durch bis zu den ganz hochpreisigen Maschinen bei Bernina. Wenn ihr Wert auf eine wirklich gute, präzise, gerade Naht legt, dann ist das eine der besten Techniken, die ihr haben könnt. Und ihr habt einen Freiarm-Anschiebetisch mit dabei. Warum finde ich das so klasse? Ganz einfach, den gibt es schon ewig. Der hat sich aber auch in gewisser Weise einfach bezahlt gemacht. Weil ihr seht, wir haben hier unten drunter ganz viel Platz. Das heißt, wenn ihr wirklich auch was Größeres habt, ihr könnt trotzdem das hier oben drüber legen und nehmt ihn einfach nur weg und habt eine wunderbar schöne, kompakte, hochwertige Freiarm-Nähmaschine. Wie gesagt, wir haben eine Einfädlerhilfe. Wir haben nach wie vor hinten unseren Hebel und was Bernina auch auszeichnet und was für diese Stichpräzision auch einfach mit einzahlt, sind die Vollschaftfüße, die ihr bei diesen Maschinen mit nutzen könnt. Wir haben eine manuelle Fadenspannung und schöne direkte Tasten. Diese Maschinen sind auch ganz häufig tatsächlich in Schulen einfach genutzt, weil sie so einfach und robust sind, vor allem dabei so langlebig. Zeitgleich haben wir einen einzelnen Spulermotor. Wenn ich mein kleines Hebelchen nach drüben bewege, fängt mein Spuler schon an, bewege ich es wieder nach herüben, kann ich meine Spule runternehmen. Hat auch den Vorteil, sie hört auf, wenn die Spule voll ist, also er klickt dann von selber aus. Ansonsten gibt es hier gar nicht viel mehr zu sagen, das macht die Maschine aber auch so besonders, dass sie eben so einfach ist. Wir kommen gleich mal zum Nähen, dazu wandere ich einmal um die Nähmaschine drumherum und am Schluss, wie gesagt, zeige ich euch das zweite Modell in der Serie auch gleich noch und sage euch mal, was die Maschine so ungefähr kostet. So, ich bin einmal um die Maschine herumgewandert. Und ihr habt euch vielleicht schon am Anfang des Videos gefragt, so, warum zeigt der Felix uns heute überhaupt diese Bernina-Nähmaschine? Es ist doch einfach nur eine Nähmaschine und die hat noch nicht mal eben dieses Drop-In-Spulensystem, was wir heute von den moderneren Maschinen vielleicht gewohnt sind. Aber genau das ist der Punkt. Es ist eigentlich die Nähmaschine. Und vor allem mit dem Vorteil, es sind so viele durchdachte kleine Details bei dieser Maschine dabei, die sie so unheimlich wertvoll und hochwertig machen.
Und das möchte ich euch jetzt mal im Genauen zeigen. Das beginnt ganz einfach mit den Tasten, die wir hier haben. Das ist kein Kunststoff, das könnt ihr jetzt natürlich nicht fühlen, aber das sind schöne gummierte Tasten. Die fühlen sich gut an, die könnt ihr richtig reindrücken. Ihr könnt bei der Maschine auch entscheiden, stoppt die Nadel im Stoff oder stoppt sie oberhalb des Stoffes. Ganz wichtig, ihr könnt natürlich auch Stiche spiegeln. Ihr habt die Möglichkeit, Stichbreite, Nadelposition und Stichlänge einzustellen, so wie bei jeder hochwertigen Nähmaschine. Und die Maschine macht euch natürlich trotz dessen, wenn ich meinen Stich hier unten wechsle, bei meinen Sofortauswahltasten, immer einen Vorschlag, welche Stichbreite und welche Stichlänge genutzt werden soll. Und auch das, ich sag's ja, ist reduziert auf das Wichtigste. Es ist eine unheimlich elegante, schicke Maschine. Gleichzeitig haben wir nicht nur die wichtigsten Stiche, die wir hier gleich sehen, sondern wir haben auch noch ein kleines Portfolio, aber immerhin ein Portfolio mit Zierstichen. Auch die könnt ihr über eine Memory-Funktion in der Maschine einspeichern. Das zeige ich euch dann beim Anlernen. Und ihr werdet merken, auch das macht einfach Spaß, weil man natürlich mal den einen oder anderen Zierstich machen kann. Es geht aber weiter, wenn wir uns die Details anschauen. Es ist nicht nur der Metallgreifer, es ist nicht der selbstständige Spuler, es sind nicht nur die Tasten hier, sondern ihr könnt zum Beispiel auch eure Overlock-Nähte und eure Cover-Nähte, ihr könnt die einstellen, wenn ihr näht und euch das Nahtbild am Stoff nicht gefällt. Das gibt es in der Form schon wirklich lang bei manchen hochwertigen Herstellern, aber genau das macht halt manchmal so den Kniff aus oder irgendwo auch die Freude, die man hat, wenn man vor so einer Maschine sitzt. Es ist aber zum Beispiel auch der zweite Garnrollenhalter, der hier über einen Magneten fixiert wurde. Also da saß ich gerade selber wieder dran und habe mir gedacht, Mensch, wie cool, dass da jemand dran gedacht hat, dass der einfach hier einrastet. Und der rastet nicht in einer Kunststoffführung ein, sondern da ist ein kleiner Magnet hinten dran und schon steht der hier ordentlich fest und stabil und ich kann mich darauf verlassen, dass es gut funktioniert. Und das sind eben viele so kleine, feine Dinge, die die Maschine hier ausmachen. Was sie aber natürlich vor allem ausmacht oder besonders macht, das ist einfach ihre Nähpräzision. Und da gehen wir jetzt mal noch drauf ein. Ich habe mir hier schon mal einen Jeansstoff bereitgelegt und ich habe mir meinen Nähgarn oben eingefädelt. Wie immer mein Aerofill in Stärke 120. Wir nehmen den Faden und fädeln einmal ein. Wie bei jeder Nähmaschine geht das ganz einfach. Wir haben schöne breite Fadenwege, auch hier wieder richtig schön Metall. Wir haben einen hochwertigen Kunststoff, der hier mit verbaut ist, so schön mattiert, oben leicht glänzend. Und wir haben eine Maximalgeschwindigkeitsregelung sowie die Möglichkeit, über Start und Stopp zu nähen, auch wenn das Fußpedal angeschlossen ist. Und natürlich auch entweder einmalig rückwärts zu nähen, solange wir die Taste drücken, oder wenn ich einmal drauf tippe, auch dauerhaft rückwärts zu nähen. Das seht ihr dann hier mit dem Bildschirm. So, ich gehe hier runter an meinem Fadenberuhigungspunkt entlang und an die Nadelstange. Sobald ich den Faden jetzt hier einmal eingefügt habe, so, na komm her. Das ist immer, wenn man an der Seite sitzt, macht man manche Dinge, die man sonst immer richtig macht, vielleicht auch mal falsch. Dann habe ich meine Einfädlerhilfe. Ihr kennt die schon von den meisten Nähmaschinen. Ich muss zugeben, das gibt es einfach bei anderen Herstellern vielleicht noch komfortabler. Aber naja, wir sprechen hier ja auch über eine wirklich kleine, kompakte Maschine, die halt auf das Wichtigste reduziert ist. Und da ist nun mal die Einfädlerhilfe, dieser halbautomatische Einfädler, praktisch. Und ich habe vorhin schon mal fallen gelassen, diese Maschinen werden auch total gerne im Schulbereich genutzt und da müssen sie ja sehr, sehr langlebig sein. Haben wir auch wieder so einen Punkt. Bei Bernina, und ihr werdet lachen, aber die ersten Maschinen, die ich reparieren wollte, also da ging es mehr um das Wollen, ich durfte mir so ein bisschen raussuchen, was will ich alles reparieren, erstmal am Anfang, weil man lernt ja nach und nach, das waren Bernina Sport. Und ich liebe diese Maschine nach wie vor, die ist mittlerweile, also jemand, der sich da noch besser auskennt, weiß das mit Sicherheit. Ich rate jetzt mal, ich würde sagen, die ist knappe 50 Jahre alt. Noch etwas kompakter als die hier, aber geht genau in diese Richtung. Also ich würde sagen, ist ein sehr entfernter Vorfahre hiervon. Und das war eine geniale Mechanik. Und selbst die haben schon Möglichkeiten, dass man dann die Fadenabschneide entfernen kann. Und das ist cool. Das macht so viel Spaß, weil das ist einfach nur mein kleiner Fadenabschneider für meine Maschine hier. Und wenn ich das Messerchen mal tauschen muss oder nur reinigen möchte, kann ich hier dazwischen gehen, entferne alles, was mich stört und setze ihn danach wieder ein. Und das wird immer funktionieren. Das ist cool. Also sowas ist halt einfach, das ist Handwerkskunst. Und da darf man sich einfach auf die Schweizer Ingenieure verlassen. Und Bernina schreibt nicht umsonst mittlerweile seit dem 19. Jahrhundert geniale Qualität sich auf die Fahne. Und genau das schaffen sie auch. Genug geredet, wir wollen nähen. Ich habe die gerade Naht ausgewählt, habe gesagt, dass meine Nadel eben im Stoff stoppen darf. Und nun gehe ich her, lege meinen Stoff darunter, senke einmal ab und gehe auf mein Pedal. Und ihr hört das, wie geschmeidig diese Maschine arbeitet. Mit bis zu 900 Stichen in der Minute ist das natürlich schon auch relativ flott.
Meine Nadel hat jetzt im Stoff gestoppt. Ich kann hier drehen und kann jederzeit weiterarbeiten. Ich wähle mal noch den Zickzack aus. Wir haben ja eine elektronische Maschine, bedeutet, selbst wenn ich jetzt die Naht wechsle, wie bei allen elektronischen Maschinen, ändert sich die Nadelposition erst in der Luft. Und sie reagiert einfach unheimlich angenehm und gut. Ich habe unten extra ein weißes Garn drin, damit ihr mal seht, wie schön auch die Fadenspannung hier funktioniert. Ich habe jetzt überhaupt nichts daran gestellt. Die Standardeinstellung ist zwischen 3 und 5, also auf der 4 in diesem Fall. Und sowohl meine gerade Naht als auch meine Zickzacknaht ist wirklich schön geworden. Wir wählen mal noch hier die Covernaht aus. Lassen unsere Maschine arbeiten. Jetzt holen wir uns noch die Nadel aus dem Stoff, beziehungsweise jetzt möchte ich euch eigentlich mal noch zeigen, wie das Nähen ohne Nähpedal funktioniert. Ich kann einfach nur hier drauf drücken und kann die Geschwindigkeit bestimmen. Und auch das wieder, das ist so, also ihr könnt es jetzt leider nicht anfassen, aber ich versuche euch das mal rüberzubringen. Das ist so unglaublich angenehm zu positionieren, weil das einfach, klar, es ist Kunststoff, aber es ist so wertig gemacht. Und das ist unheimlich schön. Also ich hoffe, ihr merkt meine Begeisterung, aber ich finde das einfach, ich mag das, wenn in so kleinen Details einfach sich eine Maschine auszeichnet, dass sie hochwertig ist. Ich stoppe wieder. So, jetzt holen wir noch die Nadel aus dem Stoff, indem wir einfach, wenn wir möchten, einmal am Handrad drehen und den Nähfuß anheben. Dann können wir noch den Stoff zur Seite entfernen. So, und schon sind wir fertig. Und wir haben hier ein wirklich präzises Nahtbild. Wir mussten uns auf nichts irgendwie, wir mussten nicht zurückstecken oder sonst irgendwie, und wir können damit auch gerne dicke Lagenjeans nähen. Also das zeige ich euch gleich noch. Wir rollen diesen Stoff jetzt zusammen und werden den auch nähen. Zunächst habe ich mir aber einen extrem dünnen Stoff rausgesucht und den wollen wir auch mal nähen. Ich lege ihn jetzt hier einfach mal zusammen, um euch zu zeigen, wie schön das funktioniert. Die gerade Naht ist ausgewählt. Ihr seht das, wie locker leicht dieser Stoff ist. Aber dadurch, dass ich nur diese 5,5 mm Stichplatte habe, habe ich überhaupt kein Problem, dass meine Maschine das nicht ordentlich näht. Und das sieht einfach gut aus. Also es ist eine total präzise Naht. Meine Stofflagen haben sich nicht weiter verschoben. Es funktioniert einfach gut. Und selbst wenn ich sage, ich möchte jetzt hier was Elastisches mal nähen, dann haben wir den Stich Nummer 9, legen unseren elastischen Stoff drunter. Natürlich, und da will ich jetzt schon mal noch was sagen, gibt es einfach noch bessere Techniken. Die Maschine ist nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ihr dürft auch nicht zu viel davon erwarten. Aber wenn ihr eine grundsolide, extrem einfach gehaltene, hochwertige Nähmaschine sucht, dann ist das genau das Mittel der Wahl. Also dann schaut euch mal in der Bernina Dreier-Serie um, weil ihr hier einfach eine klasse Mechanik bekommt. Da muss ich jetzt was erklären. Aber auch das darf man offen und ehrlich mal sagen. Wenn ihr euch das hier anschaut, dann seht ihr, wie sich mein Stoff leicht gedehnt hat. Der Trikotstoff, der ist ein bisschen gemein, weil es ist wirklich ein extremer Stoff, aber den nähe ich mit fast allen Maschinen. Ich könnte jetzt ein Vlies drunter legen, ich könnte die Naht anders einstellen. Ich habe jetzt einfach die Standardeinstellung genommen. Ihr seht, der Stoff hat sich leicht gewölbt. Und da muss man auch einfach mal sagen, deshalb gibt es Unterschiede bei den Maschinen. Deshalb gibt es dann einen verstellbaren Fußdruck, den ich zum Beispiel auch bei hochwertigeren Berliner Maschinen kaufen kann. Also wenn ich elastische Materialien nähen will, viel elastische Materialien, extreme elastische Materialien, die Maschine kann das. Aber es liegt mehr an euch, das dann richtig einzustellen und richtig zu nutzen. Weil einfach die Maschine ansonsten nicht perfekt dafür ausgerichtet ist. Weil sie hat noch keinen verstellbaren Fußdruck. Dafür ist sie eben extrem einfach gehalten. Und das hat sowohl Vorteile als auch vielleicht kleine Nachteile oder vielleicht mal ein Defizit. Ich wollte euch das nur mal zeigen, weil dann habt ihr das auch gesehen. Und wie gesagt, wir wollen in unseren Videos ja nichts beschönigen, sondern wir wollen auch einfach mal zeigen, wie sieht die Realität aus. Und wir haben hier eine geniale Nähmaschine, die aber vielleicht nicht perfekt für elastisches Material ausgelegt ist. Würde ich jetzt mal noch einen Zierstich machen wollen, gehe ich hier in mein Zierstichmenü. Indem ich einmal auf die Raute drücke, kommt mein Feld, dass ich mir auch meinen Zierstich raussuchen kann. Und ich möchte gerne die kleinen Blümchen vielleicht nähen. Das wäre die 18. So.
Auch das könnten wir jetzt wieder über Start und Stopp machen. Und hier bestimmen wir die Maximalgeschwindigkeit über unsere Geschwindigkeitsregelung. Ich habe jetzt während des Nähens, das ist euch vielleicht aufgefallen, auf diese Taste gedrückt. Die ist dafür da, dass meine Maschine im Rapport beendet. Wir kennen das auch von anderen Herstellern. Ist aber natürlich schon eine praktische Funktion. Und dann seht ihr hier diese kleinen, netten Blümchen. Wie gesagt, deswegen kauft man die Maschine nicht, aber ihr kriegt sie dazu. Und bevor wir jetzt noch auf die Vergleichsmaschine kommen, es gibt in der B3er-Serie ja noch eine zweite Maschine, möchte ich noch mal ganz kurz die Details zusammenfassen. Was macht die Maschine aus? Zuerst, ihr habt natürlich das CB-Spulensystem. Das bedeutet, ihr habt hier unten einen Metallgreifer, ihr habt eine Metallspulenkapsel und eine Metallspule. Ihr dürft das natürlich gerne ölen. Ihr habt eine Stichplatte mit 5,5 mm und ihr habt die Berliner Vollschaftfüße, die ihr hier verwenden könnt, die einfach nur angesetzt werden und sogar einhändig hier von euch befestigt werden können. Das heißt, ihr habt die Hände weiterhin frei. Ich nehme ihn noch einmal kurz weg, nicht um es euch vorzuführen, sondern um euch noch eine Sache zu zeigen. Ihr habt auch die Möglichkeit, jederzeit an die Stichplatte zu kommen. In dem Fall drückt ihr einfach nur hier drauf. Meine ist jetzt noch komplett neu, da geht es immer ein kleines bisschen schwerer. Und kommt an euren Metalltransporteur, den ihr hier unten seht. Ihr könnt alles reinigen, das ist wirklich praktisch. Und ihr könnt die Stichplatte auch wieder schön und bequem einsetzen. Dazu natürlich den Unterfaden rausnehmen, sonst stört er euch später. Wie gesagt, Metallspulenkapsel, Metallspule, Stichplatte, die schöne Führung. Wir haben die hochwertigen Druckknöpfe, wir haben die Gummikomforttasten hier. Das klingt jetzt völlig falsch, aber wir haben einfach die hochwertigeren Komforttasten, dass wir direkt unsere Stiche auswählen können. Wir haben mehr Zierstiche noch, die wir dazu wählen können. Und wir haben gleich den zweiten Garnrollenständer mit dabei, sowie den externen Spuler, der auch hier funktioniert. Wenn ihr jetzt aber sagt, das reicht mir eigentlich noch nicht und ich möchte gerne wissen, was ist denn der Unterschied zwischen der B325 und der B335, dann nichts leichter als das. Wir schieben das alles hier einmal zur Seite und holen uns die etwas größere Schwester dazu, die B335. Im Prinzip ist es die gleiche Maschine, mit dem Unterschied, ihr habt hier die Möglichkeit, einen Kniehebel zu nutzen, den ihr aber bitte extern dazu kaufen müsstet, der ist nicht direkt mit dabei. Dann ist hier noch eine Abdeckhaube mit dabei und der Knopflochfuß für die Knopflöcher ist auch direkt mit dabei, gehört zum Lieferumfang. Ihr habt 221 Stiche und habt dadurch natürlich auch noch mehr Zierstiche als Möglichkeiten. Ihr habt auch ein paar Schriften, die ihr mit nutzen könnt. Also ihr habt einfach noch mehr Möglichkeiten, seid aber nach wie vor bei 5,5 mm. Und wenn ihr sagt, ja Felix, und was kosten jetzt die Maschinen? Ganz einfach, bei der B325 sind wir regulär bei 1.199 Euro und bei der B335 sind wir regulär bei 1.399 Euro. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mal rein, welche Bernina Modelle euch vielleicht in Zukunft noch interessieren. Ich stelle gerne der Reihe nach jetzt mal alle nach und nach vor und freue mich, wenn ihr einen netten Kommentar hinterlasst und vielleicht beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Bis dann, tschüss!